Hey, wo sind wir und was hat sich verändert? Der Umzug steht ganz, ganz, ganz kurz bevor, denn hinter mir sehen wir eine Tür und wenn ich so ein bisschen weiterlaufe, sehen wir da auch das Rolltor. Das heißt, in der Werkstatt kann es so langsam losgehen und das ist eigentlich nur ein super kurzes Update, denn sehr viel gibt es dazu nicht zu sagen, außer ich freue mich natürlich wie die Pest. Und was ihr schon mal seht ist, mir scheint Tageslicht ins Gesicht und das ist etwas, was ich in der alten Werkstatt immer wieder vermisst habe. Hier brauche ich es nicht vermissen, denn heute ist ein super verregneter und windiger Tag, aber hier drin ist es trotzdem schön hell. Und deswegen würde ich sagen, ich mache euch jetzt einfach nur mal zwei, drei kurze Aufnahmen, zeige euch, wie hier der Stand ist und dann verschwinde ich wieder. So, und zwar, wenn ihr hier einmal schaut, sehen wir einmal das neue Tor. Wir sehen da oben, dass das auch richtig schön aufgemacht werden kann, was wir natürlich auch sehen. Wenn wir uns diese Wand da hinten angucken, da muss noch ein bisschen was passieren, genauso wie hier rechts davon. Da haben wir auch relativ, ja, sagen wir mal, ne, da muss noch was passieren. Aber ihr könnt ja, wenn ich gehe mal weiter einfach hier herum, bleibe da auf der Wand, beziehungsweise bleibe nicht auf der Wand. Und gehe das jetzt hier nochmal ab, gehe nochmal in eine andere Ecke und versuche euch einfach einmal zu zeigen, wie groß das hier ist. Relativ groß. Wir stehen jetzt sozusagen beim Tor und da hinten ist die Tür. Und ich würde mal sagen, hier haben wir wirklich mehr als genug Platz, um uns auszutoben. Und ich zeige euch nochmal das, was letztes Mal so schön war. Die Decke, die ist einfach der Knaller. Und was auch der Knaller ist, ich habe hier an der Wand, müsstet ihr jetzt auf jeden Fall sehen können, einige von diesen Haken, 4 Stück um genau zu sein, oder sagen wir mal Arme. Und ich habe schon einen ganz, ganz, ganz festen Plan, was ich damit mache. Und wenn ihr glaubt zu wissen, was es ist, dann schreibt das doch mal bitte unten in die Kommentare. Ich sag nur so viel, es hängt mit meinem Beruf als Produktdesigner zusammen. Jo, viel Spaß beim Nachdenken. Und während ihr nachdenkt, jo, bleibt mir nicht rasend viel mehr zu tun, als mich darauf zu freuen und zu warten. Denn jo, ich kann heute eigentlich nichts machen, außer sehen, dass alles gut vorangeht. Das Tor ist super schön, super massiv. Die Tür ist klasse. Wie gesagt, wir sehen hinter mir diese furchtbare Wand, die noch so gar nicht geht. Und wenn ich mich hier umdrehe, sehen wir auch, ich muss natürlich noch streichen. Und ich werde relativ zeitnah, der Boden ist jetzt ja nur gepflastert, noch einen Boden verlegen. Und keine Ahnung, wann der ankommt. Ich denke mal nicht heute, sondern irgendwann die Woche. Der wird zu einem Freund von mir geliefert, der hier im Dorf wohnt. Ja, so. Ich würde mal sagen, für ein kleines Update reicht das. Ich hoffe, dass ihr euch genauso freut wie ich. Und wir sehen uns ganz bald, wahrscheinlich das nächste Mal, auch schon wieder hier in der Halle. Also, bis dahin. Macht's gut.